Peter, sine je schleo ne sterm, chai Menno, du bi, sine je danken mank. Menno, ek wal haben dat du mi deipen sos. Ek? Woram ek? Ek sie doch nicht in deiner Antwort. Du bas Händchen Gottes. Dort sei ek ganz klar, en du tu havi an dreiningen keinen deiner Antwort. Aber ek hab noch niemals wem gedeipt. Also wo ek de erste seinen? Woram hast du so unheulend? So ging dort euch Männers in den Kopf. Soll du wirklich der Herr durchhängen sein? Hei fersig, was du zu denken, wird hei an sein Hort feilen dein. Kann dort sein, dort der Herr mir an den Deinstraub? Ich guf von hier nicht wahr, eier du mich gedeibt hast. Ich will mit dün taub sein, was um eng, und don't, wo immer dort eng sein wird. Peter lädt Forsten was heicht. Dort scheint so der Wein von dort Hüß verschwungen. Am Himmel klingt Engelgesang, aber keiner von der Aldersums vernäumt dort. Dürfe jingen Adel gewerkt, und an einen Lotenfeiber war ofend, als er sich alle an der Schlupfstuf drei tragen, klappte am Fenster. An der der stund aber Philipp. Heut käm immer an verhaft und anruhig. Es hab einmal wort passiert, dacht Menno. Menno, ich sie nicht allein, seht aber verdacht. Mit mir sind noch zwei Brüder taub. Kommt nähen, seht Menno. Ulrich schleib all, und die Brüder gingen vorsichtig an der Getreistuf an der Märd von dort Hüß. Sie sahen sich ab die warme Steinadul und vertalten von der Däuper ihr Leben. Einer von den Brüder, hei heit Jan, vertal dort am 24. Oktober am Ferienjahr, kämen Soldaten an dort Hüß von Hermann und Jerry Jans und haben die angestoppt. Weißt du, was sie an abgelacht haben? Ihre Schuld war, dort sie Menno Simon, der ihr Priester gewas wie ein Wittmarsum, der an der Däupergemeinschaft abgenommen worden, an ihr Hüß eine Städte gift hat. Verblüfft kickt Menno die Brüder an. Dort kann aber nichts sein, dachte er so. Hermann und Jerry sind am Gefängnis und dort ist wehens mir. Wehens mir. Er dachte verblüfft so. Dort waren die Soldaten bloß einen Monat, eier gekommen wären, dann hatten sie Arm und noch Gertrude angetroffen. Sie sind bloß einen Monat zu Lot gekommen, dachte er so. Durch seine Seil schält die Erinnerung von was sie belebt haben. Er dachte an das trüge Gesicht mit dort Gerrit, mit Ann mit Kämne Gröningen. Dort wird dann das Letzte. So humert am dort am Hort. Ich wo am niemals mehr seinen. Aber käm nu mank, Jan sin vertalen mank, so als wann hei Menno seine Gedanken lesen können. Fäll die nicht schuldig. Wie weit denn, wort nu ans an dit Leben lührt. Entweder gerecht oder dort gemerkt worden. Jesus hast den Liedensweich gegonnen, und wie Morten an seine Fürststorben nern gonnen, wann wie seine Jünger sind. Jan Chaim Ahmed in der Stadt am Wut. Die Lieden schreien uns nicht. Aber uns fehlen Brüder, wo die Guf haben uns zu lehren und führen. Du fehlt die Einigkeit, du hast keiner, der du kein Mut zu sprechen. Aber red frisch. Menno, du magst die Brüder helfen. Du magst die Gemeinde an Gröningen versammeln und führen. Menno hat sich all dort mehrliche gedacht, aber nicht det. Dort wir vor allem so an verhofft, dort he nicht wiss, wo he antworten soll. Der Wind funkt Dollar und te piepen im Scharstein. Der vom Stufenschob knurrt in die Ertrüde kickt durch Schucht dafür. Menno dacht, war an ihr Traumbild, dort sei gehört hat. Er sah sich selbst von der Stab nach Hüß kommen, von den Sonnenstrahlen, die über sein inneres Hüß schienen, eine Herdchenja, die am Antjähen kämpft, in eine Früh an den klaren Sonnenschein, der Horn vor den Augen. Wo dort jemals Wirklichkeit worden?
niemals. Manu fällt einen Knappen an sein Hals. Nee, ich kann nicht anwählen. Manu, seht aber wieder. Du bist ein guter Prediger. Nur die, wat ihr horcht, die gönnen sei hingeron. Was du zu dem Herrn nee sein? Du magst die Furcht ihrer warnen. Und die Träume von ein ruhiges Leben fahren loten. Jesus hat uns dort abgegeben, die loszubringen und nur sein Volk zu schicken. Seine Schub haben keine Herz. Dort schwert haf sich gehen an abgehoben, wirst du wirklich nicht teilnehmen? Der Herr wird einen Hort fängen für sein Volk. Aber wort wird mit die worden? Aber wir stell. Dort wirkt sich keiner, der Herr dir stell zu stehren. Männer wir dort so, als wenn am irgendwer von an der hängerste Ark am Hüß und von hänger der Dark anchecken deit. Die Augen werden nicht so, als wenn die Antwort verschmieden wollen. Sie kickten bloß mit Weidau und Lüden. Herr, warum checkst du mich so an? Sei mir aber klar, was ich können soll, dann geh ich. Aber an der irgendwie kein Befehl, aber bloß ein starmet Mitleiden. Männer können dort nicht länger uithollen und sehen. Brüder, dort ist so laut. Dort ist Zeit zum Schlupen gönnen. Aber ihr seht nichts. Alle jungen sind Männer hängen an, die an nur dort warme, frische Herr leiden dort. Weil wir noch tot beten, seht Jan, und sie bürgen alle ihre Knie. Samarius Mjörg Ulrich, der dort erste Abwürg in der Jahr sagt, einen achten friesischen Teureut. Ulrich sein Teuhor immer drei Schichten, ungen seit der Socker, an dem Erdbetter steuken Teu, en boven wieken Schmond. Dessen Teu mod einer langsam trinken, ohne den Deich zu rühren, erklärt Ulrich seine Jas. Sei trunken jeder drei Tassen verlüt, so als gewöhnlich, en luften den Hüßwirt eine Wart. Männer fällt sich nicht bedeutlich, als heu den Teu trinken deit. Die Menschen an dort Mädel aller sagen den dort anders, als wird die Lee dort an unsere Tiet daunen. Die wir immer irgendwo dich bi, aber sie wollen nicht während ihr Leben, als wir wollen. Und nu, was sagst du uns? Aber ich käme war drei, nur die gestische Unerholung, als sie nur die gingen. Dort scheint so, als wenn sie die ganze Nacht und den ganzen Morgen durch ihre geredet haben, war noch kein Wort gefallen wir. Wann neue Kevin die in Gröningen trafen, Männer wie ein Stück Gestell, und dann seht hei, Bräuder, weil wir darüber beten, wann der Herr mir raubt, dann komm ich sehr bald nach Gröningen. Aber ich trägt am Fuß die Hand, und dann denk hei, ungefähr einen Monat später, als der Schnee all dunkel und schwer ward und die Bäume anfangen knappes zu kriegen, kam Männer mit seiner Früh nach Gröningen. Luther schrieb er über diese Zeit. Ungefähr nur ein Jahr traf sich dort adelige Personen noch mitkommen und brach hatten mir dort echt die Gottesfürchtige Lied, die mit an und mir einen überreinen Sinn hatten, er schworet, ein Bedrecken doch soll ein Bett zu Horte nehmen, willst der Hunger wie graut, und die Hüßbedeiner wären über sehr wenig, und meine Guf, der ich anwärtig vom Herrn gekriegen hat, doch soll für die Lied ihr Gewand brücken. Als ich dit hier, dann wird mein Hort sehr bekämmert. Ab eine Sied sag ich, meine geringe Guf, meine graute Anwesenheit, meine schwackene Tür,
dort unbegrenzte Basket und Beiset Leben von dieser Welt. Die Stärke sagten, dort schwere Kriegs, dort mir, wann ich würde einen Anfang merken, nicht wenig drecken würde. Und auf der anderen Seite sah ich den großen Hunger, Bedürfnis und Not von der gottesfreie fromme Kinder, die keinen Hort haben. Zuletzt gefällt mir, nur dem sie viel gebracht haben, dem Herrn und seine Gemeinde mit der Bedingung haben, dort wir am ernstlich beten wollen, wann dort dann sein Gott erwählen wir, dann soll seine Vorderleib mehr sein Hort und sein Gefall geben. Dort ich mit Paulus sagen können, weil mir, wann ich das Evangelium nicht predigen darf. Wann dort aber nicht sein wollen wir, dann soll er dort so leiden, dort es nichts geben wird.